schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 29. August 2017 mit der Nummer 1166. Ozeane, Larvaseen. Larvaseen sind bizarre Tiere. Diese transparenten Verwandten der Seescheiden und Salpen schweben im Ozean und filtern mit gut einen Meter großen klebrigen Filterreusen Futterpartikel aus dem Wasser. Doch wie sich jetzt zeigte, könnten diese Manteltiere auch eine wichtige Rolle bei der Verteilung des Mikroplastiks im Ozean spielen. Denn die Larvazehen fangen und fressen die Plastikpartikel und transportieren sie dann mit ihrem Kot und ihren ausgedienten Filterreusen zum Meeresgrund. Plastikflaschenwasser. Deutsche Experten testeten 18 Arten von Wasser, die in verschiedenen Flaschen aus Kunststoff gelagert wurden. In 13 Flaschen wurden antiöstrogene Substanzen nachgewiesen, in 16 fanden sie antiandrogene. Die Standards für Wasser, das in Flaschen in den Läden verkauft wird, sind fast die gleichen wie für Leitungswasser. Es ist sogar zulässig, dass eine bestimmte Menge an schädlichen Elementen enthalten ist. Neben den Mineralien kann das Wasser radioaktive Elemente und toxische Verbindungen einschließlich Radium, Barium, Nitrate und Bakterien enthalten. Außerdem benötigt es 100 bis 1000 Jahre, bis PET-Flaschen zersetzt werden. Italien, Euro-Ablöse, Lira. Der scheinbar unvermeidliche Silvio Berlusconi ist wieder da mit einem Vorschlag, der es in sich hat. Berlusconi, Chef der Partei Forza Italia, will in Italien eine neue Parallelwährung einführen, die von ihm als neue Lira bezeichnet wird. Das Interessante an der Sache ist, Berlusconi hat durchaus die Chance, noch einmal an die Macht zu kommen, in einer Mitte-Rechts-Koalition, etwa mit der Lega Nord, der Alternativa Popolare oder Fratelli d'Italia. Eine weitere Option ist auch noch die Bewegung Sinkstell. Jackson Hole, Wyoming, USA. Auf dem jüngsten Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole erinnert die FED-Vorsitzende Yellen an die Ereignisse von vor 12 Jahren. Auf der damaligen Konferenz waren die Anzeichen für die verheerende 2008er Finanzkrise ignoriert worden. Diesmal war es nicht viel anders. Und auch diesmal kündigt der aktuelle Anstieg der Aktienkurse einen neuen, größeren Zusammenbruch an. Weiter erklärte Yellen, diese Reformen hätten das Finanzsystem gestärkt. Kredit sei ausreichend und zu guten Bedingungen verfügbar. Die Gesamtsumme der Kredite sei im gleichen Umfang wie die wirtschaftliche Aktivität gestiegen und habe damit zur heutigen starken Wirtschaft beigetragen. Washington, Nordkorea, Tillerson, Trump. VS-Medienberichten zufolge ist Präsident Trump frustriert und hat die Schnauze voll von Außenminister Tillerson. Nachdem Nordkorea 3 Kurzstreckenraketen testete, wartete man auf die Antwort von Trump. Zu Wort meldete sich Außenminister Tillerson. Der sagte, dass der Raketentest ein provokativer Akt sei, aber die USA werden weiterhin eine friedliche Lösung suchen. Diese Aussage soll Trump gar nicht geschmeckt haben. Washington, Nordkorea, China. Durch Druck auf China will VS-Präsident Trump Veränderungen in Nordkorea bewirken. Das könnte zum größeren Handelskrieg zwischen China und den USA führen, analysierte Bloomberg. Nordkorea ist wirtschaftlich stark von China abhängig. Diese Karte versucht Trump nun zu spielen. Als er neulich eine Untersuchung des Diebstahls geistigen Eigentums durch chinesische Unternehmen anordnete, warnte er in Richtung China. Das ist nur der Anfang. Jedoch könnte er das mit dem Handel sehr anders sehen, falls China den USA hilft, die nordkoreanische Bedrohung zu beseitigen. Kuba, New York. Kuba sprach sich am Montag am Sitz der Vereinten Nationen in New York für einen transparenteren und demokratischeren Sicherheitsrat aus, der das Mandat der UNO-Charta erfüllt, das die Vertretung aller Mitgliedstaaten bei der Erhaltung des Friedens festlegt, hieß es bei Presna Latina.
Caracas, Venezuela, VSA. Nach den jüngsten Drohungen von VS-Präsident Trump haben die Streitkräfte Venezuelas landesweite Übungen abgehalten. Die Regierung rechnete nach eigenen Angaben damit, dass sich 700.000 Mitglieder der bolivarischen Miliz und 200.000 Angehörige der Streitkräfte am Manöver beteiligen. Die Übungen der Luftwaffe, Marine und Infanterie sollten am gesamten Wochenende stattfinden. Libanon, IS, Syrien. Nach dem Ende der Kämpfe mit der libanesischen Armee sind rund 400 Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat in den Osten des Nachbarlandes Syrien abgezogen. Etwa 30 Busse und Krankenwagen brachten die Extremisten und ihre Familien in die syrische Provinz Dahir az-Zawr, meldete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Die Provinz steht größtenteils noch unter der Kontrolle der Terrormiliz. Irak, Kurdenreferendum. In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen des Präsidenten der Region des irakischen Kurdistan wird am Montag, den 25. September 2017, ein Referendum über die Unabhängigkeit eines Staates namens Kurdistan stattfinden. Präsident Barzani, Kurde, hat sich dafür eingesetzt, dass seine Presse und seine Partei die Bürger, die Iraker bleiben möchten, nicht des Verrates beschuldigen. Helmand, Afghanistan. Ein Militärkonvoi in der afghanischen Provinz Helmand ist am Sonntagabend von einem Selbstmordattentäter angegriffen worden. Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet und einige weitere verletzt. Unter den Toten seien Soldaten und Zivilisten. Die Taliban deklarierten den Anschlag für sich. Indien, Doklam, Hochebene, China. Indien hat am Montag seine Soldaten, die auf der Doklam-Hochebene die chinesisch-indische Grenze überschritten hatten, abgezogen. Wie das chinesische Außenministerium am Montag weiter bekannt gab, sei außerdem technische Ausrüstung entfernt worden. China werde seine territoriale Souveränität gemäß der historisch vereinbarten Grenzziehung aufrecht erhalten. Beijing, Nordkorea. China hat am vergangenen Freitag ein Verbot ausgesprochen, das für Privatpersonen und Unternehmen aus Nordkorea die Einrichtung neuer Geschäfte untersagt. China folgte damit den VN-Sanktionen, die als Reaktion auf die nordkoreanischen Raketentests im vergangenen Monat verhängt worden waren. Anträge für neue oder erweiterte Investitionen in Nordkorea durch chinesische Unternehmen werden nicht genehmigt, fügte das Ministerium hinzu. Moskau, Russland, VSA. Der VS-Sonderbeauftragte Volker agiert an der Seite Kiews, was nicht verwunderlich ist, schrieb der russische Sicherheitspolitiker Puschkow via Twitter am Montag. Seltsam aber, dass er es immer noch nicht begriffen hat. Eine Isolation Russlands gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Russland werde nicht aus dem System diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen herausgeschmissen werden. Dazu seien die VSA nicht in der Lage. Moskau, VSA, Venezuela. Medienfrage. Was halten Sie von den von Washington verhängten branchenbezogenen Sanktionen gegen Venezuela? Antwort von Maria Sacharowa: Wir akzeptieren keineswegs einseitige Sanktionen gegen souveräne Staaten. Die vor einigen Tagen verkündeten Maßnahmen zwecks finanziellen Drucks auf Venezuela und dessen Präsidenten Maduro wurden von Washington eingeführt, als sich in diesem Land einige Merkmale der innenpolitischen Stabilisierung nach der Wahl der nationalen verfassunggebenden Versammlung abzeichneten. Unter diesen Bedingungen sind die Sanktionen gegen den Finanz- und den Ölsektor Venezuelas offensichtlich darauf ausgerichtet, die Situation im Land weiter zu destabilisieren und dessen Wirtschaftsprobleme zu vertiefen. Moskau, Russland, S-400. Wie die russische Zeitung Kommersant mitteilte, bearbeitet der Bundesdienst für militärisch-technische Kooperation Russlands derzeit 10 Bestellungen für die Lieferung von S-400-Raketenabwehrsystemen,
teilte der Direktor der Behörde, Shugayev, der Zeitung mit: Wir sehen eine signifikante Nachfrage für Luftverteidigungssysteme. Rund 10 Bestellungen für SW-100 Triumph alleine werden derzeit bearbeitet. Ein Umstand, der vor allem dem Pentagon und der NATO zu denken geben sollte. Ukraine. Vor 26 Jahren war die Ukraine die wohl reichste unter allen ehemaligen Sowjetrepubliken. Unter anderem waren auf ihrem Territorium etwa 40% der ganzen schweren Industrie und 60% aller sowjetischen Rüstungsbetriebe konzentriert. Wie wurde es dann möglich, dass das Land seitdem den Weg zur totalen Verarmung gegangen ist? Bernard, Falschnachricht. Auf einigen Internetseiten geht seit dem 24. August 2017 die Meldung rum, dass Ronald Bernard, der Elitebanker in Florida, tot aufgefunden wurde. Dass es sich dabei entweder um eine bewusst gestreute Falschmeldung handeln könnte oder aber um eine schlichte Verwechslung, ist sehr wahrscheinlich. Ja, die Spekulationen, die laufen ja weiter. Prag, Tschechien, Euro. Die Tschechische Republik ist Mitglied der EU und die Regierung Tschechiens sieht ihr Land als aktiven Bestandteil Kerneuropas. Das Ersetzen der Landeswährung Krone durch den Euro steht jedoch nicht auf dem Programm für die Wahlen im Oktober. Kein Wunder, denn laut Umfragen ist die Mehrheit der Tschechen gegen eine Euro-Einführung. Bravo! Rumänien-Migranten-Durchbruchsstopp. Rumänische Grenzpolizisten haben unter Schusswaffengebrauch eine Gruppe von Migranten gefasst, die in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Polizeisperre zwischen der serbischen Stadt Vršac und dem rumänischen Moravica durchbrochen hatte. Bei den Migranten handelt es sich um eine 12er Gruppe afroasiatischer Herkunft, die auf 2 Autos verteilt waren. Griechenland, EU-Migranten. Griechenland ist mit der Rückführung von Flüchtlingen aus europäischen Ländern konfrontiert, da demnächst das Programm zur Rückkehr von Asylbewerbern auf griechischem Boden anläuft. Einem Artikel der britischen Zeitung Guardian zufolge bezieht das Programm sich auf Flüchtlinge, die erstmalig in Griechenland registriert wurden und sich im weiteren Verlauf in andere Staaten der EU begaben, nun jedoch zurückkehren werden. Deutschland hatte bereits 400 Anträge gestellt, auch von England, Frankreich und Norwegen sind etliche erfolgt. Berlin, Deutschland, Islam. Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge nicht der Meinung, dass der Islam zu Deutschland gehört. Na Gott sei Dank wenigstens so viele. Annähernd 60% der Befragten sind dagegen, ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild-Zeitung. 24% dafür. Gutmenschen gibt es immer wieder. Sowohl die Mehrzahl der Unionswähler, 58%, als auch der FDP, 65%, und der AfD-Wähler, 98%, stimmten der Aussage, der Islam gehöre zu Deutschland, nicht zu. Toll, Bild-Zeitung. Stuttgart. Eine 12-Jährige wollte gegen 18 Uhr gerade das Schwimmbecken verlassen, als der Tatverdächtige zu ihr kam und sie aufforderte, doch im Wasser zu bleiben. Er umarmte sie von hinten und griff ihr dabei an die Brüste und in den Intimbereich. Der zuständige Richter erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den irakischen Tatverdächtigen. Essen, Facebook-Zensur. Jetzt wird die Reinkarnation des MFS ausgebaut. In Essen, der einstigen Hochburg des Kohlebergbaus und der Stahlkocher, will Facebook ein neues Löschzentrum errichten. Weitere 500 Zensoren sollen dort auf ihren Einsatz gegen die Meinungsfreiheit zunächst geschult und dann auch eingesetzt werden. Auch die Zielgruppe der künftigen hauptberuflichen Mitarbeiter ist klar definiert. Sie sollen fließend Persisch, Türkisch, Kurdisch oder Arabisch sprechen. Bundestagswahl. Die Wahlbenachrichtigungen sind verschickt. Dass es besonders bei den Briefwahlen nicht mit rechten Dingen zugeht, befürchtet nicht nur Hagen Grell. Der Verdacht hat sich durch zahlreiche Pannen in der Vergangenheit längst erhärtet. Wie sieht es bei den Umfrageinstituten aus?
Bei der VS-Präsidentenwahl und beim Brexit lagen sie gründlich daneben. Steht die AfD vielleicht viel höher im Kurs als derzeit vermutet? Naja, denn wir wissen, Wahlen sind definitiv durch Bundesverfassungsgericht festgestellt seit 1956 illegal und damit ungültig. Wer trotzdem sich das noch antut, wir werden es erleben. Die gute Nachricht. Mandeln sind sehr wertvolle und nährstoffreiche Lebensmittel. Aus Mandeln lassen sich außerdem sehr viele köstliche Gerichte zaubern, ob süß oder herzhaft. Mandelmilch, Marzipan, Mandelkäse, Gebäck, Soßen, Dressings. Mit Mandeln ist fast alles möglich. Gleichzeitig versorgen Mandeln mit Eisen, Zink, Magnesium und den B-Vitaminen, vor allen Dingen 17. Ganz nebenbei regulieren sie den Cholesterinspiegel und sorgen dafür, dass das Cholesterin schnell aus dem Blut abtransportiert wird. Naja, an das Cholesterin glaubt man nicht mal unbedingt. Man muss sich einfach belesen. Und die zweite gute Nachricht, nimm's nicht persönlich. Erwarte nicht von allen Menschen, dass sie dich mögen oder lieben. Sie können nicht anders und es hat nichts, absolut nichts mit dir persönlich und deinem Wert zu tun. Wenn dich jemand angreift, beschimpft, versucht zu beleidigen, nimm es nicht persönlich. Ja, ich weiß, das klingt verrückt. Aber du kannst das, auch wenn es etwas Übung erfordert. Wir können nicht verhindern, dass wir für andere zur Projektionsfläche ihres eigenen Unfriedens werden. Vielleicht erinnerst du sie an ihren Bruder, ihre Schwester oder ihren Ex. Meistens erinnert sie etwas an dir, an Anteil in sich selbst, mit denen sie bis heute nicht im Frieden sind. In Wirklichkeit liegen sie immer mit sich selbst im Krieg. Da es aber sehr schmerzhaft ist, sich das anzuschauen, sehen sie lieber den Splitter im Auge des anderen als den Balken im eigenen Auge. Halte dein Herz offen auch für die, die dich nicht lieben. Du kannst das. Nur wenn du es offen hältst, kannst du mit den Augen deines Herzens sehen und erkennen, wie wir uns selbst und gegenseitig verletzt haben und hierdurch verstehen und vergeben. Der Frieden in deiner äußeren Welt entsteht in dir durch dein offenes, mitfühlendes, verstehendes und liebendes Herz. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche allen einen wunderschönen Abend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße wie immer an alle.